Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, ich darf euch ganz herzlich begrüßen zu dem Lektionsgespräch am heutigen Tag. Ich stelle kurz meine Gesprächsteilnehmer vor. Ich beginne zu meiner Rechten, da habe ich den Thomas und die Yvonne. Zu meiner Linken habe ich die Carmen und den Hannes. Ich darf euch hier ganz herzlich willkommen heißen, natürlich auch alle, die uns zuschauen und zuhören. Wir haben das zweite Thema einer ganz neuen Betrachtung, wo es um Haushalterschaft geht, vor uns. Bevor wir da einsteigen, neigen wir unsere Häupter zum Gebet. Unser großer Gott, danke, Herr, dass wir wieder vor dich treten dürfen heute. Danke für die Gelegenheit, dein Wort zu öffnen und dir zu lauschen, zu hören, was du uns sagen möchtest über dieses wichtige Thema der Haushalterschaft. Wir wollen dich bitten, wir wollen dich einladen, Herr, dass du uns hilfst, wenn wir über verschiedene Segnungen und Verheißungen nachdenken und wenn wir dann auch zu dem Thema Zehnten und göttlicher Versorgung kommen werden. Danke für deinen Beistand, dass du unsere Gedanken leiten wirst, dass du uns hilfst, gute Schlüsse zu finden. Und dass du auch mit unseren Zuschauern und Zuhörern daheim bist, dass das, was wir hier miteinander besprechen, auch ihnen zum Segen gereicht. Hab Dank dafür, Herr. Amen. Wir haben doch etliche Texte diese Woche in der Lektion gehabt. Wir wollen uns davon möglichst viel auch ansehen. Bevor wir dazu kommen, würde mich mal interessieren, welche Versprechen Gottes, welche Verheißungen, die wir in der Bibel haben, für euch ganz besonders bedeutsam sind. Wo euch so das Herz aufgeht, worauf ihr euch vielleicht freut. Also ich bin froh, dass es diesen Text gibt in 1. Johannes Kapitel 1, Vers 9, wo steht, dass Gott treu und gerecht ist. Und wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, dass er sie uns vergibt und dass er uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Eine Verheißung, auf die wir uns verlassen dürfen jederzeit. Ja. Wir dürfen zu ihm kommen, unsere Sünden bekennen und er vergibt sie uns, weil er hat dafür schon bezahlt. Ja, ein sehr schöner Text. Also zusätzlich zu der hätte ich noch einen Text aus Johannes 14, Vers 27. Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz werde nicht bestürzt, sei auch nicht furchtsam. Die ist mir auch sehr wichtig geworden, weil egal wie es um uns tobt, in Gott können wir Frieden haben. Ja, wunderschöne Verheißung. Für mich ist es auch so eine Kombination aus den beiden jetzt schon fast. Also zum einen einfach dieses Versprechen, dass Gott uns zu sich holen wird und dass er etwas Besseres, also diese Perspektive in die Zukunft, und auf der anderen Seite das Versprechen, dass er uns hier nicht mehr zumutet, als wir tragen können und dass wir da in seiner Hand geborgen sind. Also die Hoffnung und auch den Frieden. Altes und Neues Testament sprechen oft davon, dass wir Segen von Gott geschenkt bekommen. Aber das bleibt manchmal ein bisschen vage. Was ist das jetzt konkret? Und da denke ich dann immer an diese Verheißung des ewigen Lebens. Das ist für mich sozusagen der Höhepunkt allen Segens. Also so geht es mir auch. Wenn ich eine Verheißung rausgreifen müsste aus der Bibel, die für mich ganz besonders wichtig ist, dann ist es die Hoffnung, dass diese Welt und dieses Leben nicht alles ist. Dass es darüber hinaus weitergeht, und zwar nicht nur so, wie wir es hier kennen, sondern noch viel besser. Und das kann einem alles versüßen, was man hier erlebt. Wenn der Segen hier auf dieser Welt vielleicht mal nicht ganz so präsent ist, wie man sich es wünschen würde, dann weiß man immer noch, es kommt der Tag, da ist alles nur noch perfekt. Wir haben vieles, was sehr schön ist in der Bibel, und wir werden uns in dem, was wir jetzt die Woche behandelt haben, hier miteinander besprechen, besonders auf dieser Erde bewegen. Wir werden uns ansehen, wie Gottes Segen auf dieser Erde zu unseren Gunsten wirken kann. Lass uns mal einsteigen in zwei Texte, zunächst im Neuen Testament, dann müssen wir noch mal ins Alte kommen. 1. Johannes 5, Vers 13, Hannes, da würde ich dich bitten, das zu lesen, und dann 2. Petrus 1, Vers 10 und 11. Würdest du ihn lesen, Carmen? Nehmen wir uns die beiden Texte zunächst vor. Hannes, bitte. 1. Johannes 5, Vers 13. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Also eine klare Feststellung. Ihr glaubt, ihr habt. Ja, Carmen? Darum, liebe Brüder, bemüht euch desto mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wenn ihr dies tut, werdet ihr nicht straucheln. Und so wird euch reichlich gewährt werden, der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Dankeschön. Dieser Text hier, wenn wir den zusammen mit dem zuerst gelesenen betrachten, wirkt nicht ganz so fest. In 1. Johannes 5, 13, so ist es. Hier ist mehr,
tu doch was dafür, sorg dafür, dass sich das so erfüllt. Und wenn wir über Segen oder Fluch sprechen, über Gottes Segnung, Verheißung, dann ist das in der Regel ja auch an eine Bedingung geknüpft. Da gibt es auch etwas, was unser Teil ist. Das wird uns heute noch ein bisschen beschäftigen, doch zunächst würde mich interessieren, wie würdet ihr beschreiben, wie man dieses Erlösungsgeschenk annimmt? Möglichst praktisch. Stellt euch vor, ein Kind fragt euch, wie kann ich das machen, dass ich die Erlösung annehme und ewiges Leben habe? Also der erste Schritt ist einfach, Ja zu sagen. Also dieses Geschenk anzunehmen und das zuzulassen. Und daraus erwächst dann alles Weitere im Normalfall. Die Erlösung hat natürlich auch mit Jesus Christus zu tun. Ich muss also etwas über Jesus wissen. Ich muss ihm vertrauen, die Bibel würde sagen, an ihn glauben. Nur so ist Erlösung möglich. Also ich brauche sozusagen ein Mindestmaß an Information, damit ich mir diesen Jesus vorstellen kann, eine Ahnung davon habe, was er für mich getan hat. Und dann kann ich eben sagen, ja. Kann ich zu jemandem Ja sagen, den ich nicht kenne? Auch in der Ehe nicht. Ja, es muss sich ein gewisses Vertrauen bilden. Dazu muss man jemanden kennen. Und dann kann man sich auf die Person, und damit haben wir es ja zu tun, einlassen. Und es kommt darauf an, wie alt dieses Kind wäre. Ja? Ich weiß noch, als unsere Kinder ganz klein waren, das fängt an mit, du musst den Herrn Jesus einfach nur lieb haben. Und je mehr Geschichten sie von dem lieben Herrn Jesus hören, wo sie merken, wie er die Kinder lieb hat und die anderen Menschen lieb hat, umso mehr wächst diese Liebe. Aber dann, je älter sie werden, ich weiß noch, wie das war bei unseren, als sie dann gefragt haben, wie geht das denn? Ich möchte doch den Herrn Jesus lieb haben und trotzdem bin ich immer wieder anders. Ja? Wie mache ich das? Die Frage nach der Herzensübergabe, wie funktioniert die? Und da sind wir schon recht früh immer drauf gekommen, es hängt immer mit dem eigenen Ich zusammen. Und das ist so schwierig für Kinder, die noch viel mehr Ich betont sind als wir Erwachsene oder nicht so wegschauen können von sich. Es ist ganz schwierig, dieses Ich aufzugeben und in Jesu Hände einfach zu legen und zu sagen, egal was du damit tust, ich lasse es dir da. Das sind schon mal wichtige Schlüsselbegriffe, die Liebe zu Jesus. Auch die Selbstaufgabe oder Übergabe seiner eigenen Wünsche, dass ich unter die Wünsche oder Anforderungen Gottes auch zu demütigen und zu unterstellen. Genau, ja. Also auch die Liebe und das Vertrauen. Und jetzt zumindest ein Kind zu erklären, ich sag mal, wenn die Eltern dem Kind ein Geschenk anbieten und das Kind freut sich darauf, ja, und weiß auch, dieses Geschenk ist zu meinem Besten, ja, dann nimmt das Kind das natürlich auch gerne an. Und dann ist es oft natürlich auch ein Geschenk, was man in der rechten Weise gebrauchen kann oder auch gebrauchen sollte. Ich habe ja mal so einen Gag, ne, wo die Tochter den Vater fragt, und wie gefällt dir das neue iPad? Und da schneidet gerade Gurken drauf. Ja. Ich meine, dafür war es sicherlich nicht gedacht. Ja. Er wusste einfach nicht, was er sonst damit machen kann. Das heißt also, jedes Geschenk hat auch einen gewissen Gebrauch, auch einen gewissen Gebrauchswert. Und so ist es ja auch, wenn es hier um die Erlösung geht. Das Geschenk wird uns hingereicht und wenn wir es nehmen, dann können wir es auch gebrauchen, dann hat das auch Auswirkungen auf unser Leben. Das wird uns dann auch den Rest unseres Lebens beschäftigen. Ja, wenn wir jetzt hören, wie die Annahme funktionieren kann, das leitet gewissermaßen schon über zu dem, wie kann ich darin dann auch leben oder ja, wie kann ich es festmachen. In 2. Petrus 1, Verse 10 und 11 haben wir eben gehört, dass wir auch darauf achten sollen, nicht nur Erlösung anzunehmen, sondern diese Erwählung festzumachen. Ich stelle dazu jetzt nochmal die gleiche Frage. Was bedeutet das denn praktisch? Annahme ist eine Sache. Festmachen, was ist das denn? Also mir ist jetzt sofort was eingefallen, als du diesen Begriff so verwendet hast. Hier steht ja auch bei mir in der Elberfelder, befleißigt euch umso mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Also, wenn zwei junge Menschen eine Beziehung beginnen, dann heißt irgendwann so, jetzt sind sie fest zusammen. Das heißt, wie kann ich das festmachen? Indem ich meine Beziehung zu Gott vertiefe und auf eine ganz solide Basis stelle und sage, ja, jetzt will ich nicht mehr von ihm weggehen. Jetzt entscheide ich mich gewissermaßen für ihn. Ich glaube, es ist vielleicht etwas, was gar nicht mehr so sehr emotional ist. Also ich will jetzt auch so einen Vertrag hernehmen
wo dir vielleicht jemand was verkauft und der erklärt das und ist so begeistert von dem und du lässt dich von dieser Begeisterung anstecken und sagst, ja, ich bin interessiert, das klingt gut, aber ich prüf's dann nochmal und dann komme ich irgendwie ganz bewusst zu der Entscheidung, nicht nur von dem, was der andere mir erzählt, sondern einfach durch das, was ich wirklich geprüft habe, sage, ja, das ist gut und ich entscheide mich ganz bewusst dafür. Und dann ist das Ganze ein anderes Commitment. Also dann stehe ich einfach ganz anders dahinter, glaube ich. Und das Commitment, also eine stärkere Hingabe, jetzt wirklich mit fester Überzeugung? Wenn wir die zwei Texte vergleichen, dann merken wir auch, dass der zeitliche Schwerpunkt anders gesetzt wird. Petrus sagt, es kommt irgendwann das Reich Gottes. Johannes sagt, wir haben Präsenz, jetzt schon, das ewige Leben. Und ich glaube, das hat auch etwas mit diesem Commitment, mit diesem Engagement von meiner Seite zu tun. Aber es kommt ja auch ein Engagement von der Seite Gottes. Er gibt mir die Sicherheit, sagt Paulus in Römer 8, dass ich ein Kind Gottes bin. Ich habe also diese Heilsgewissheit, die ich jetzt schon haben kann, obwohl die Erfüllung, das ewige Leben, so wie wir es uns oft vorstellen, erst in der Zukunft dann mit der Wiederkunft Jesu beginnt. Also ich glaube, das spielt so zusammen. Ich sage ja zu Jesus, aber er sagt ja auch gleichzeitig ja zu mir und gibt mir die Sicherheit, ich bin gerettet. Und das ist das Schöne an Erlösung. Und das sehe ich hier im zweiten Teil von Vers 10 dann auch. Wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals straucheln. Das ist der Fokus auf die Zukunft. Ihr habt jetzt das ewige Leben, ihr habt die Erlösung angenommen. Aber bitte achtet darauf, dass euch das nicht abgenommen wird. Macht es fester, achtet auf euer Commitment, stabil diesen Weg weiterzugehen. Ganz kurz, dieser Text, der widerspricht ja diesem Gedanken, einmal gerettet, immer gerettet. Ja. Sondern er weist ganz klar auch in diese Richtung, dass wenn wir dieses Geschenk annehmen, dann passiert auch etwas damit, auch mit uns selber. Und es geht um diese Beziehung, dass wir in dieser Beziehung wachsen und nicht stehen bleiben. Und das macht ja der ganze Abschnitt hier. Das geht ja schon im Vers 5 los mit diesem Eifer, dran zu bleiben, im Vertrauen zu wachsen, in der Erkenntnis zu wachsen, damit wir dann dahin kommen, dass wir tatsächlich Gott umso mehr lieben, unseren Nächsten umso mehr lieben, weil er uns eben auch berufen hat, anderen Menschen mit Jesus bekannt zu machen. Also mit der Annahme des Erlösungsgeschenkes ist nicht Schluss, sondern wir werden zur Aktivität aufgerufen, weiter auf dem Weg zu bleiben, auch weiter zu reifen als Christen. Das ist eine gute Vorbereitung für den Text, um den es in Lektion noch etwas zentraler geht, Segen und Fluch in 5. Mose 28. Denn auch dort können wir sagen, wir haben jetzt mit den Israeliten zu tun, ihr dürft es gerne schon aufschlagen, 5. Mose 28. Wir haben es mit Israeliten zu tun, die schon befreit wurden aus Ägypten. Sie haben jetzt schon 40 Jahre Wüstenwanderung hinter sich. Sie stehen kurz davor, den Segen des irdischen Kanaan, des gelobten Landes, zu bekommen. Und ihnen wird hier eingeschärft, achtet darauf, eure Erwählung festzumachen, um mit Petrus zu sprechen. Lesen wir hier, wenn wir den größeren Abschnitt nehmen, die Verse 1 bis 14. Achtet bitte auf all das, was Gott hier anspricht, was zu ihren Gunsten sich entwickeln wird, wenn sie ihm treu bleiben. Jetzt würde ich den Thomas bitten, zu Beginn machen wir es dann abwechslungsreicher, zwei Verse immer. Wenn du liest, zwei Thomas, dann Yvonne, dann ich und so weiter. Okay. Also 5. Mose, Kapitel 28 und dort ab Vers 1. Es wird aber geschehen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, wirklich gehorchst und darauf achtest, alle seine Gebote zu tun, die ich dir heute gebiete, dann wird dich der Herr, dein Gott, als Höchstes über alle Völker der Erde setzen und alle diese Segnungen werden über dich kommen und dich erreichen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchst. Gesegnet wirst du sein in der Stadt und gesegnet wirst du sein auf dem Feld. Gesegnet wird sein die Frucht deines Leibes und die Frucht deines Ackerlandes und die Frucht deines Viehs, der Wurf deiner Rinder und die Zucht deiner Schafe. Gesegnet wird sein dein Korb und dein Backtrog. Gesegnet wirst du sein bei deinem Eingang und gesegnet wirst du sein bei deinem Ausgang. Und der Herr wird deine Feinde, die sich gegen dich erheben, vor dir schlagen. Auf einem Weg sollen sie ausziehen, wider dich und auf sieben Wegen vor dir fliehen. Der Herr wird gebieten dem Segen, dass er mit dir sei, in dem, was du besitzt und in allem, was du unternimmst, und wird dich segnen in dem Land, das dir der Herr, dein Gott, gegeben hat. Der Herr wird dich zu einem heiligen Volk für sich erheben, wie er dir geschworen hat, wenn du die Gebote des Herrn, deines Gottes, hältst und auf seinen Wegen gehst. Und alle Völker der Erde werden sehen, dass der Name des Herrn über dir ausgerufen ist, und sie werden sich vor dir fürchten.
Und der Herr wird dir Überfluss geben an Gütern, an der Frucht deines Leibes, an der Frucht deines Viehs und an der Frucht deines Ackers, in dem Land, von dem der Herr deinen Vätern geschworen hat, dass er es dir gebe. Der Herr wird dir den Himmel seinen guten Schatz auftun, um deinem Land Regen zu geben zu seiner Zeit und um alle Werke deiner Hände zu segnen. Und du wirst vielen Völkern leihen, du aber wirst dir nichts ausleihen müssen. Und der Herr wird dich zum Haupt machen und nicht zum Schwanz. Und du wirst nur immer aufwärts steigen und nicht hinuntersinken, wenn du den Geboten des Herrn deines Gottes gehorchst, die zu bewahren und zu tun ich dir heute befehle. Und von all den Worten, die ich euch heute befehle, weder zur Rechten noch zur Linken abweichst, um anderen Göttern nachzulaufen, ihnen zu dienen. Dankeschön. Wenn ihr diese Verse jetzt hier für euch nochmal gedanklich Revue passieren lasst, erkennt ihr hier einen Schwerpunkt? Einen Schwerpunkt des Segens? Etwas, das vielleicht am häufigsten erwähnt wird, am bedeutsamsten ist? Was wäre das? Also es hört sich für mich so an, es wird keinen Mangel geben. Ja, du wirst genug zum Essen haben, du wirst genug Tiere haben, es wird deiner Familie gut gehen, du wirst Nachkommen haben. Das ist dieser Segen hier, es wird keinen Mangel geben. Und du wirst keine Feinde haben, auch die werden geschlagen. Ja? Und du wirst einfach vorne dran stehen, immer nur aufwärts steigen. Ich denke, das waren einfach die Dinge, mit denen die Köpfe damals beschäftigt waren. Die Feinde sind kein Problem. Die Hungersnot wird nicht kommen, du wirst zu essen haben, du wirst Kinder haben, es wird dir einfach gut gehen. Und ich werde nicht mehr unterdrückt sein. Ja. Wenn du folgst. Ja. Genau. Das ist das, was hier immer. Das hören am Anfang, das hören am Ende. Also das wird umrahmt von diesen Bedingungen, achte darauf, mir gehorsam zu sein, dann. Ja, wir haben hier Frieden und Wohlstand. Das, was sich der Mensch heute noch ersehnt. Unser Wohlstand sieht natürlich ein bisschen anders aus als der damaligen Gesellschaft. Aber auch wir wünschen uns noch, dass wir satt sind, dass wir uns gut kleiden können. Wenn wir gerne eine Familie gründen wollen, dass das klappt und dass wir Kinder bekommen und dass die gesund sind. Wir wünschen uns auch, dass Frieden herrscht. Und wenn doch jemand sich wagt, uns anzugreifen, und ich lese so etwas Heldenhaftes wie hier, da kommen die Feinde auf einem Weg, Vers 7, aber auf 7 werden sie vor dir fliehen. Das ist doch eine tolle Ankündigung, sowas. Das wünscht sich doch eigentlich jeder, ja? Also das ist ein Segen, von dem wir sicherlich sagen können, das ist etwas, das wir auch heute noch für uns gerne in Anspruch nehmen wollen. Haben sich die Bedingungen dafür geändert? Vielleicht merkt ihr, worauf ich anspiele. Wir haben doch heute auch mit vielen Christen zu tun, die sagen, Gottes Gebote sind nicht mehr relevant. Sie sind vielleicht eine Empfehlung. Manche sagen nicht einmal das. Jetzt hören wir hier so deutlich, es ist die Grundlage für den Segen. Gibt es heute eine andere Grundlage für den Segen oder ist es immer noch so? Jesus, ständiges Wort. Genau, Jesus Christus, der gleiche gestern, heute und in Ewigkeit. Wenn sich die Bedingungen für den Segen ändern, müssten wir davon ausgehen, dass auch Gott sich ändert, sein Wesen, sein Charakter. Und das wiederum würde kein Christ so beanspruchen. Ja? Wir haben vielleicht heute eine leicht veränderte Perspektive. Jetzt haben wir davon gesprochen, es sind Bedingungen für den Segen. Wir würden heute vielleicht sagen, der Segen kommt und in unserer Dankbarkeit werden wir die Gebote Gottes halten. Ja? Wir würden also das leicht verschieben in der Formulierung wahrscheinlich, obwohl es schlussendlich aufs Gleiche hinauskommt. Letztlich ist das im Erleben Israels ja auch so. Sie wurden befreit, als sie noch ein eher götzendienerisches Sklavenvolk gewesen sind. Sie haben viele Probleme in der Wüste auch immer noch gemacht. Sie hatten einen langen Prozess der Erziehung hier vor sich oder jetzt schon inzwischen hinter sich. Und Gott sagt, jetzt aber erwarte ich etwas von euch. Vielleicht kann man das auch so einfach übertragen und sagen, er erlöst uns zunächst ganz so, wie wir sind. Wir nehmen dieses Geschenk an, aber dann erwartet er auch, formulieren wir es als Gegenleistung, dass wir jetzt fortan treu sind. Und vielleicht ist es auch eine Konsequenz. Das eine ist die Erwartungshaltung, aber ich kann es auch als Konsequenz sehen und sagen, also wenn wir gerade da am Anfang vom Kapitel schauen, ja, da heißt ja, es wird geschehen, wenn du der Stimme gehorchst und genau das tust, dann wird das kommen. Und ich sehe das so als, wie wenn ich mit meinem Kind rede und sage, schau, wenn du das machst, wird das passieren. Wenn du das machst, wird das passieren. Such dir aus, was du möchtest, aber sei dir dessen bewusst, welche Konsequenzen dein Handeln haben wird. Und dann geht bei mir diese
diese Erwartungshaltung Gottes ein bisschen verloren, ja? Weil ich mir denke, es ist Gnade, dass er mir beide Wege aufzeigt und mich vorher wissen lässt, was passiert. Und ich kann mich jetzt, liegt an mir, ich kann mich entscheiden, will ich den Segen haben? Aber dann ist das der Weg dazu und der geht über den Gehorsam. Ja? Es scheint also so eine Art vielleicht menschliches, zwischenmenschliches Naturgesetz zu sein. Wenn ich mich an die gerechten und friedenstiftenden Gebote Gottes halte, dann werde ich Gerechtigkeit, werde ich Frieden, werde ich Segen auch erleben. Ich sehe das, ich werde das dann auch ernten. Mhm. Jetzt ist es ja so, wir haben jetzt 14 Verse gelesen, die sich sehr schön anhören, dass es sicherlich jeder in Anspruch nehmen will. Was ab Vers 15 kommt, ich glaube, darauf möchte jeder von uns gerne verzichten. Es ist bemerkenswert, dass Verse 15 bis 68 sich jetzt durchgängig mit negativen Folgen beschäftigen. Wenn man nicht gehorsam ist, dann kommt der Fluch. Wir haben also etwa das Vierfache, fast den vierfachen Raum an Fluch verglichen mit diesen 14 Versen über den Segen. Was glaubt ihr, warum das so viel mehr Raum einnimmt? Hätten wir selbst das geschrieben, hätten wir vielleicht gesagt 4:1 für den Segen und nicht umgekehrt, oder? Ich glaube, es ist von Gott auch fair zu warnen, was passiert, wenn er eben den Geboten nicht gehorcht. So wie du gesagt hast, diese Konsequenzen aufzeigen. Ne? Meinen Kindern und jeder Vater, jede Mutter macht das nicht, sagt, da oben ist die Herdplatte, greif nicht hin, es könnte heiß und vielleicht dann für deine Finger gefährlich werden. Also ich zeige ja auf, nicht weil ich ihm was wegnehmen will, dem armen Kind, sondern weil ich es schützen will. Ich meine, meine Mutter hat mir das erzählt, ich kann mich nicht mehr erinnern, nicht? Sie hat mir das auch gesagt, hat meine Hand so nah wie möglich an die heiße Herdplatte gehalten und ich habe zurückgezogen und sie meinte, ich hätte begriffen. Ne? Und dann hat sie sich umgedreht und habe ich erst recht hingegriffen. Ne? Und genau das will aber Gott vermeiden. Er will ja nicht, dass es uns schlecht geht. Er will ja, dass es uns gut geht. Und darum sagt er auch sehr deutlich, was sind die Folgen, wenn ihr eben nicht diesen Weg des Gehorsams einschlagen wollt. Und ich sehe in dieser Eindringlichkeit einfach auch diese große Warnung. Schau, wenn du das so machst und wenn du nicht gehorchst, es wird das passieren und das passieren und das passieren und das passieren und das passieren. Und das ist einfach, ich finde es zweierlei. Zum einen soll es uns schützen, diesen Weg nicht zu gehen. Zum anderen, wenn wir in der Situation sind und das erleben, hilft es uns daran zu denken, zu sagen, ah, das ist jetzt passiert, weil Gott hat doch gesagt, das wird passieren, wenn ich ihm nicht gehorche. Also es kann auch eine Hilfe sein, wieder zurückzukehren. Und wenn man diese Verse durchgeht, dann findet man doch sehr viel an ja fast minutiös, genauer, präziser Beschreibung dessen, was Israel mit dem Exil erleben wird. Mit der Zeit vorher, Belagerung Jerusalems zum Beispiel, die Zerstörung, die Wegführung zu den Feinden, dann aber auch die Rückführung auf Bekehrung hin. Also das wirkt schon fast nicht nur wie eine Ankündigung, das kann euch passieren, sondern wie eine Prophezeiung, das wird euch passieren, wenn ihr euch so verhaltet. Ich komme aber gerade noch für einen Moment auf meine Frage zurück, warum nimmt es so viel mehr Raum ein? Ihr habt mir jetzt geholfen zu verstehen, warum es überhaupt da ist, aber warum ist das fast das Vierfache an Raum? Woran könnte das liegen? Vielleicht brauchen wir das. Ja. Und vor allem, es steht ja nicht nur solo da, sondern es gibt ja jemanden, der uns das Gegenteil verkaufen möchte. Ja. Und es gibt dann hier keine Ausrede. Also man könnte nicht sagen, ja, es hat halt so gut geklungen und deswegen, also wie im Garten Eden halt. Sondern er hat es vorher schon angekündigt, genau das. Und es war das andere trotzdem verlockender. Wenn wir das Segen und Fluch vergleichen, es geht ja nicht nur um die Länge, sondern es geht auch um den Inhalt. Das sehe ich. Die Elemente, die im Segen auftauchen, tauchen dann im Fluch mit umgekehrten Vorzeichen sozusagen wieder auf. Das ist eine Art Vertiefung, würde ich sagen. Also so richtiges Schwarz-Weiß-Malen, so schaut der Segen aus, so schaut der Fluch aus, aber es sind die gleichen Lebensbereiche, die dann betroffen sind. Die Feinde werden dann über dich siegen und der Boden wird nicht den Ertrag liefern, den du dir wünschst und so. Also es wird immer mit beiden Argumenten gearbeitet. Ich vermute zur Vertiefung,
damit ja nichts vergessen wird, so nach dem Motto. Ja, und es ist auch sehr bildhaft, wenn ich überlege, schon beim ersten Mal, als ich das las, vor vielen, vielen Jahren, ist mir ein Bild richtig hängen geblieben. Und zwar, du wirst dich fürchten vor jedem raschelnden Blatt. Und wenn ich mir das so vorstelle, wie viele Blätter haben wir draußen auf der Straße immer wieder liegen, gerade im Herbst, da raschelt dann mal ein Blatt und ich würde jedes Mal zusammenzucken, weil mein ganzes Leben so von Angst getrieben ist. Was für eine schreckliche Vorstellung. Und ich glaube auch, dass es Gottes Absicht war, eine pädagogische Absicht, nicht zu zeigen, ich meine es viermal so böse wie mit euch wie einmal gut, sondern um einfach deutlich zu machen, wir neigen dazu, das Schlechte, was kommen könnte, zu unterschätzen. Und er will uns deshalb ganz, ganz deutlich machen, dass er ernst zu nehmen ist und dass das, was uns widerfahren wird, tatsächlich schrecklich ist, damit wir es hoffentlich nicht erleben müssen. Und trotzdem ist Gott nicht neutral und objektiv und sagt, da ist das eine und da ist das andere, ja. Sucht er irgendwie aus, sondern er sagt ja dann schlussendlich, bitte wähle das Leben, das ist besser, das ist das Gute, das sollst du dir aussuchen. Ja. Womit deutlich wird, ja, es ist nicht für ihn neutral, er wünscht sich unser Wohlergehen. Unter diesen Vorzeichen, ein Gott, der uns liebt, der uns die Erlösung schenken möchte, der es aber auch an Bedingungen geknüpft hat, schauen wir uns jetzt das an, was mehr mit unserem Thema Haushalterschaft zu tun hat, nämlich den Umgang mit unserem Hab und Gut. Zwei Texte möchte ich gerne mit euch lesen. Thomas, ich würde dich bitten, Sprüche 3, Vers 9 und Vers 10 zu lesen. Und Yvonne, wenn du dann Malachi 3, Verse 7 bis 12 diesen Abschnitt lesen könntest. Thomas zunächst, Sprüche 3, Vers 9 und 10. Gut, Sprüche 3, Vers 9 und 10. Ehre den Herrn mit deinem Besitz und mit den Erstlingen all deines Einkommens. So werden sich deine Scheunen mit Überfluss füllen und deine Kelter von Most überlaufen. Ja, überlaufen, genau. Ja, danke schön, das merken wir uns, ja. Volle Scheunen, volle Keltern. Und Fässer, also hier geht es ganz klar wieder um einen Wohlstandssegen, der uns verheißen ist. Jetzt Yvonne bitte. 7 bis 12, gell? Malachi. Seit den Tagen eurer Väter seid ihr von meinen Ordnungen abgewichen und habt sie nicht beachtet. Kehrt um zu mir und ich kehre um zu euch, spricht der Herr der Herrscharen. Ihr aber sagt, worin sollen wir umkehren? Darf ein Mensch Gott berauben? Ja, ihr beraubt mich. Ihr aber sagt, worin haben wir dich beraubt? Im Zehnten und im Hebopfer. Mit dem Fluch seid ihr verflucht, mich aber beraubt ihr weiterhin, ihr, die ganze Nation. Bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Haus ist. Und prüft mich doch darin, spricht der Herr der Herrscharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Und ich werde um euretwillen den Fresser bedrohen, damit er euch die Frucht des Erdbodens nicht verdirbt, und damit euch der Weinstock auf dem Feld nicht fruchtleer bleibt, spricht der Herr der Herrscharen. Und alle Nationen werden euch glücklich preisen, denn ihr werdet ein Land des Wohlgefallens sein, spricht der Herr der Herrscharen. Danke. Ja, und dieser Gedanke, dass die anderen rundherum, die uns als Volk Gottes beobachten, sagen, wow, das ist toll, was die haben, so ein gewisser Neid aufkommt und Nacheifern, das kennen wir ja auch schon in Deuteronomium. Das hören wir jetzt hier auch wieder. Gott möchte uns zu einem Sinnbild des Segens machen. Ich denke, so kann man das zusammenfassen. Jetzt würde mich interessieren, wenn wir uns das hier ansehen, gerade dieser Vorwurf, dass Gott beraubt wird, Vers 8. Wie stellt ihr euch vor, dass das möglich war? Wir haben es hier mit dem Propheten Malachi zu tun, der letzte des Alten Testaments, auch chronologisch der letzte. Wir befinden uns in der Zeit nach dem Exil. Es geht um die rückgekehrten Juden, die also schon eher die ernstmeinenden Gläubigen gewesen sind, die die Nation wieder aufbauen wollten, die aus den vergangenen negativen Erfahrungen mit dem Exil lernen wollten, die besonders treu sein wollten. Aus denen ist später so etwas wie die Pharisäer entstanden. Wie kann es sein, dass es dazu kommt, dass sie hier so offenbar nachlässig werden? Und worin genau sind sie nachlässig? Ja, ich finde, es ist schon stark formuliert von Gott, ja? Dass er sagt, ihr beraubt mich. Ja. Das ist nicht nur, ihr gehorcht nicht. Ich meine, das ist auch dasselbe, denn er hat ja etwas angeordnet, was sie bringen sollen an Abgaben. Und sie sagen dann noch, oder so, beschreibt das Malachi ja, wie denn? Und Gott sagt klar, im Zehnten und im Hebopfer, in den Abgaben, die sie zu bringen hatten. Wir würden heute in unserer Zeit vielleicht eher anders formulieren und sagen, hol dir doch einen Segen ab, positiv formuliert. Aber Gott ist ja tatsächlich so deutlich, negativ formulierend, du beraubst mich.
ändere was daran. Was genau erkennt ihr denn hier noch als Problem? Denn diese Leute haben sicherlich etwas abgegeben. Wenn wir genau hinschauen, glaube ich, erkennen wir hier, was das eigentliche Problem war. Ich habe nicht den Eindruck, dass das nicht Zehntenzahler waren, sonst hätten sie nicht gefragt, woran berauben wir dich? Wir sind hier nicht bei Heiden, wir sind nicht im tiefsten Götzendienst, das waren Gläubige, zumindest nach außen hin gläubige Leute. Aber ein wirkliches Schuldbewusstsein oder Sündenbewusstsein war offensichtlich doch nicht da. Sonst würde Gott nicht so dramatisch formulieren, berauben. Also Juristen würden unterscheiden zwischen Diebstahl und Raub ist das Schlimmere. Und das ist kein Kavaliersdelikt mehr, das ist gravierend. Und wenn dann weiter unten die Formulierung kommt, gebt doch den ganzen Zehnten, dann könnte ich mir vorstellen, dass dort das Problem war. Dass sie vielleicht einen Teil des Zehnten, vielleicht einen kleinen Teil des Zehntens gezahlt haben und gemeint haben, ja, mei, es genügt. Das, der liebe Gott soll doch zufrieden sein mit dem, was ich hier leiste. Den Eindruck habe ich nämlich auch. Wenn das hier so betont wird, das waren keine Leute, die einfach mutwillig nichts gegeben haben. Sonst hätten sie nicht nachfragen müssen, wo der Fehler liegt. Jeder Israelit wusste, dass der Zehnte zu bringen ist. Sie haben ja gerade den Tempel hier neu aufgebaut, der musste unterhalten werden, das war allen klar. Aber offenbar haben sie nicht den vollen Zehnten gegeben und sich gedacht, da wird Gott schon drüber hinwegsehen. Genau, ja. Ich denke auch, sie sind ja Kompromisse eingegangen. Das ist ja nicht die einzige Ermahnung im Malachi-Buch. Wir haben in Kapitel 2 noch die Ermahnung, da geht es dann um die Ehe und solche Sachen. Also hier haben wir tatsächlich Menschen, die offensichtlich nicht mehr so treu sind, ja, und die anfangen, hier nachlässig zu werden. Vielleicht ist es auch der Schein der falsche. Man sieht es ja auch im Neuen Testament auch, wo die ähnliche Geschichte. Und es geht nicht darum, dass man was geben muss, aber wenn man es gibt, dann unter den richtigen Voraussetzungen. Ja. Habt ihr den Eindruck, provokant gefragt, dass Gott kleinlich ist? Sollte nicht zufrieden sein, dass die Leute jetzt schon mal besser sind als die Generation vor dem Exil? Immerhin bringen sie ja was. Gott ist nicht kleinlich. Er lässt, in der Bergpredigt steht das, regnen über die Bösen und über die Guten. Also der ist sehr fair, sage ich. Und er will ja nicht hier uns irgendwie was auferlegen, was wir nicht leisten können, sondern was er will, ist eigentlich den vollen Segen ausgießen. Das ist seine Motivation, dass er sagt, bitte achtet auf die Genauigkeit hier. Ich will euch noch mehr segnen. Bitte nehmt dieses Angebot wahr. Das ist ein Geschenk des Himmels im wahrsten Sinn des Wortes. Und es geht, wie wir in Sprüche gelesen haben, um die Ehre Gottes. Ja, da steht, ehre den Herrn mit deinem Besitz. Das ist nicht einfach nur eine Pflichterfüllung. Ja. Beachten wir auch, der Zehnte war nicht für die Verschönerung des Tempels geeignet. Der durfte nicht verwendet werden für Edelmetalle und Baumaßnahmen oder irgendwas. Der Zehnte war nur für Menschen gedacht, für die, die am Dienst für Gott, am Heiligtum Dienst getan haben. Das heißt, Gott tritt hier gewissermaßen wie ein Anwalt für eben diese Personen auf und sagt, ihr beraubt mich. Eigentlich aber beraubt ihr meine Leute. Und dass er da so deutlich auftritt, damit die nicht zu kurz kommen, die für ihn arbeiten. Ich glaube, da hat wieder jeder noch mal mehr Verständnis. Ja? Es geht hier nicht um irgendeinen Schmuck. Und sicher auch nicht darum, dass Gott irgendwie kleinlich wäre. Man merkt ja, dass die Menschen klein denken. Weil Gott möchte sie ja segnen, sodass sie noch mehr geben können. Das wird aber dadurch verhindert, dass sie halt irgendwie Angst haben, dass, ach, wenn wir jetzt noch mehr geben, dann haben wir ja zu wenig. Und dadurch bauen sie sich selber eine Falle. Damit kommen wir zu dem Vers 10, immer noch mal Malachi 3, da würde ich gerne noch eine Frage zu stellen. In dem Vers 10 heißt es hier in meiner Elberfelder Bibel, prüft mich doch darin, spricht der Herr der Herrscharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Und da habe ich jetzt eine Fußnote, da heißt es hier bei mir wörtlich, bis zum Mangel an ausreichendem, nämlich an ausreichendem Platz. In englischen Übersetzungen haben wir tatsächlich, ja, with not room enough to receive it. Also die Scheune werden nicht mehr ausreichen, um all das, was die Ernte einbringt, überhaupt lagern zu können. Jetzt könnte ich die Frage stellen, erlebt ihr das so, wenn ihr den Zehnten gebt? Aber das würde vermutlich zu sehr ausufern. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ich möchte aber gerne die Frage stellen, wenn wir das jetzt nicht gerade in diesem Übermaß erleben. Wir geben treu den Zehnten, aber wir erleben nicht dieses Übermaß. Machen wir dann was falsch oder kann das auch einfach im Bereich des Möglichen liegen? Wie ist damit umzugehen? Die Frage ist interessant, weil sie so ein Stück weit auch in die Richtung fragt, was ist dein Motiv, dem Zehnten zu geben? Also ich gebe ja nicht den Zehnten in Berechnung, ja, damit ich dafür was kriege, ja, sondern einfach, weil ich Gott liebe. Und er hat mich so überreich beschenkt, also gebe ich auch gerne, ohne dafür irgendwas zu erwarten.
ergibt sich ja auch, ohne dass er erfährt, was erwartet. Ja. Zehntenzahlen führt nicht zu einem Automatismus, dass ich dann reich, finanziell reich und gesegnet bin. Und trotzdem spüren manche Geschwister immer wieder den Segen. Eine Schwester hat mir mal erzählt, sie ist ursprünglich aus Rumänien gekommen, unter dem Kommunismus noch geflohen mit ihren Kindern. Ihr Mann konnte erst dann einige Zeit später nachkommen. Und dann hat sie eine kleine Wohnung gehabt und dann hat sie eine Arbeit bekommen. Und dann hat sie so viel verdient. Im rumänischen Denken war das, was sie in Österreich verdienen konnte, wahnsinnig viel. Und dann hat sie sich hingesetzt und angefangen zu rechnen. Die Miete kostet so viel, das Einkaufen ist doch auch teurer als Rumänien. Und dann hat sie gemerkt, das kann sich rechnerisch nicht mehr ausgehen. Und dann war für sie die Frage, soll ich jetzt meinen Zehnten zahlen? Ich muss ja auch die Kinder versorgen. Geht sich das dann überhaupt noch aus? Und dann hat sie sich entschlossen, sie zahlt, obwohl es rechnerisch gar nicht mehr möglich war, sie zahlt den Zehnten. Und dann hat sie erzählt, einige Tage später hat sie in ihrem Postkasten ein Kuvert gefunden mit Geld, anonym. Sie weiß bis heute nicht, von wem das gekommen ist, mit exakt dem Betrag, den sie an Zehnten gezahlt hat. Und diese Geschichte hat sie offensichtlich sehr bewegt. Sie hat es unter Tränen erzählt, wie Gott ihre Treue belohnt hat. Ich würde sagen, es war der Segen Gottes einfach. Und das hat sie natürlich auch in ihrer Treue bestärkt. Ich glaube, Gott ist der Letzte, der knausrig ist, im Gegenteil. Aber es zeigt sich vielleicht auf andere Art und Weise, wie wir es vielleicht erwarten oder wie wir es uns wünschen würden. Und ich glaube, das zeigt auch seine Güte in dem, dass er jeden kennt und weiß, wie gut man vielleicht auch mit Materiellem umgehen kann und was einem für den Charakter gut tut. Aber er lässt sich nicht lumpen. Also, in Also der Mensch denkt so minimalistisch, nicht? Wo kann ich noch ein paar Groschen oder Cent einsparen und weniger Zehnten geben? Muss ich für Brutto, Netto oder was auch immer? Das sind so dann Überlegungen. Und Gott denkt maximalistisch, ich will den vollen Segen ausschütten. Ja? Und das ist das unterschiedliche Denken zwischen dem Menschen und vielleicht auch manchmal uns und dem lieben Gott. Ihm gehört die ganze Erde, alles Silber, alles Gold, alles, was hier drauf steht. Wie leicht ist es für ihn, uns super reich zu machen? Aber ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Gedanke, Carmen, dass Gott einfach auch weiß, wie wir darauf reagieren. Ich glaube, dass er uns oft viel mehr beschenken möchte. Jetzt nicht nur finanziell, das kann auch mit Gaben, mit Talenten, mit Einfluss oder irgendetwas sein. Aber er einfach auch weiß, dass es uns vielleicht nicht gut täte. Und dass er entsprechend Abstriche machen muss, die wir vielleicht denken, boah, warum ist er da nicht treu, warum tut er nicht? Aber er macht es genauso in diesem Maß, weil er weiß, damit können wir umgehen und mit mehr vielleicht auch nicht. So glaube ich auch, wenn hier in Malachi 3 die Rede davon ist, prüft mich hierin, dass es vielmehr bedeutet, prüft mich darin, dass ich Fürsorge für euch übernehme, ich kümmere mich um euch. Ihr werdet keinen Hunger leiden, ihr werdet euch immer kleiden können. Das heißt aber nicht, dass jeder Monat für Monat immer reicher werden muss. Das täte vielen nicht gut. Eine letzte Frage habe ich, denn die Zeit, die ist schon fast abgelaufen. In der Lektion wird auch Matthäus 6 behandelt. Das ist ja auch ein Text, in dem Jesus über die Fürsorge spricht. Er vergleicht dann sogar Salomo und seine Herrlichkeit mit dem einfachen Gras oder den Blumen des Feldes. Und er macht deutlich, dass Gott gerne gibt, was wir jetzt schon festgehalten haben. Schöner als Salomo sind die Blumen des Feldes geschmückt. Und doch vergehen sie so schnell. Und am Ende kommt er zu einer Aussage. Matthäus 6, Vers 33. Wir sollen eine richtige Priorität setzen. Wir sollen von ganzem Herzen dem Reich Gottes nachstreben und seiner Gerechtigkeit, dann wird uns alles andere zufallen. Vorher spricht er von Nahrung und von Kleidung. Mich würde interessieren, wie dieser Vers praktisch umzusetzen ist. Wenn ich von Herzen Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit nachstreben möchte, wie äußert sich das? Und daran anschließend, das ist die letzte Frage, was kann mir denn dann zufallen? Womit darf ich denn dann rechnen? Wie äußert sich das? Das äußert sich in all meinen Lebenszielen und letztendlich in jeder kleinen Entscheidung, die ich treffe. Also das fängt von, weiß nicht, wir haben mit den Studenten letztens drüber gesprochen, vom Schuhekaufen an bis hin zum Autokauf, zum Hauskauf oder Hausbau. Und das heißt nicht, dass wir immer das Billigste vom Billigen nehmen müssen, um den Rest ins Werk Gottes zu stecken. Aber das heißt, dass alles, was ich tue, was ich erwerbe, was ich plane,
zur Ehre Gottes sein soll und mit dem Reich Gottes zu tun haben soll, das Reich Gottes fördern soll, aufbauen soll, Jesu Wiederkunft beschleunigen soll. Mhm. Wenn das meine Priorität im Leben ist. Also alles den Prinzipien des Reiches Gottes unterordnen, genau. Was auch bedeuten kann, du hast jetzt zum Beispiel Autokauf angesprochen, ich achte auf Qualität. Genau. Ich achte aber auch darauf, dass es nicht, wer weiß, was für eine Üppigkeit ausstrahlt. Ja? Ja. Mhm. Aber vielleicht auch, dass wenn ich unzählige Besuche machen muss zu Geschwistern, ich nicht auf der Straße jeden bleibe. Tag stehen bleibe. Genau. Ja, aber also. Ja. Mhm. Es geht natürlich auch um Prioritäten. Essen, Trinken, Kleidung, das sind so die notwendigsten Dinge zum Leben. Auch damals, vielleicht noch viel mehr als heute. Aber Jesus sagt, vergesst doch nicht die geistlichen Werte. Die sind noch viel wichtiger als das Essen, das Trinken und die Kleidung. Und da müssen wir uns natürlich auch immer selbst hinterfragen. Nicht? Also, was sind so meine Lebenspläne, wie du gesagt hast, meine Ziele? Was will ich schlussendlich einmal auf meinem Bankkonto haben, wenn ich älter bin oder so? Das sind nicht die wesentlichen Dinge. Die wesentlichen Dinge sind, dass wir im Reich Gottes sind und so viele wie möglich mit hin dort nehmen können. Das könnte ja praktisch auch bedeuten, ich arbeite eben nicht 7 Tage die Woche, sondern geistliches Prinzip, ich halte auch einen Ruhetag und mache damit Abstriche bei dem, was ich vielleicht verdienen könnte. Oder was wir eben hatten, ich zahle meinen Zehnten, obwohl rein rechnerisch damit einfach 10% verloren gehen. Aber damit setze ich Prioritäten und vertraue darauf, dass dafür in anderen Lebensbereichen Gottes Segen so wirkt, dass ich einfach ein zufriedenes, glückliches, erfülltes Leben habe. Und du hast ja noch gefragt, was dann das alles ist, was uns zufallen wird. Was könnte das sein? Oder wir können es auch so machen, denn die Zeit ist abgelaufen, dass wir es einfach als Frage offen lassen und unsere Zuschauer und Zuhörer dürfen darüber nachdenken und vielleicht einfach in die Kommentarzeile zu dieser Folge auch hineinschreiben, was ihr euch erhoffen würdet, was einem dann zufällt, wenn die Prioritäten richtig geordnet sind. Ich danke euch für eure Teilnahme. Zum Abschluss wollen wir, wie wir das gewohnt sind, ein Gebet miteinander haben. Carmen, willst du sprechen? Großer Gott, ich danke dir, dass du uns so viel Segen verheißen hast. Ja, dass du sagst, du möchtest uns ein Leben in Fülle schenken. Herr, hilf du, dass wir dich nicht mit unserem kleinen Horizont einschränken, sondern dass wir uns öffnen für deine Liebe und dass wir uns hier ganz nach dir ausrichten, dass wir nichts zurückhalten, dass wir unser Herz dir ganz unterstellen, weil das das Beste ist, das uns passieren kann. Herr, du segnest uns so reichlich und wir haben es im Übermaß. Und ich danke dir dafür, dass wir so viel haben, dass wir es auch weitergeben dürfen. Hilf du auch hier, dass wir frei sind zu teilen, Materielles, aber auch ganz vor allem dein Wort und deine Hoffnung, die du uns schenkst, damit wir diese größte Hoffnung, die wir haben und dieses Versprechen, bei dir zu sein, mit so vielen Menschen wie möglich auch teilen dürfen. Und ich danke dir dafür. Amen. Amen.